So, hallo zusammen, ich bin's mal wieder. Ist mal wieder ein bisschen länger her mit dem PTR-Watch, wenn man so möchte. Dieses Mal geht's mir darum, die ersten drei Bosse im LFR zu zeigen. Allerdings habe ich keine Addons installiert. Was aber gar nicht so dramatisch ist, weil es mir nicht darum geht, jetzt irgendwie DPS-Meters zu zeigen. Weil ich eh noch glaube, dass da noch viel gebalanced wird. Sondern einfach mal selbst schon mal einen Einblick in die Boss-Mechaniken zu bekommen, ohne dass ich mir irgendwas dazu durchlese. Das wird sich dann im Laufe des Fights halt selbst irgendwie zeigen. Was aber sehr cool ist oder sehr interessant ist aus Warlocks Sicht, beziehungsweise aus Affliction Warlocks Sicht, Blizzard ändert relativ viel, was heißt viel, aber schon einiges jetzt im Hinblick auf 7.25. Und das kann ich mal kurz zeigen. Das erste Mal, dass ich jetzt auf dem PTR seit Ewigkeiten einlogge, von daher ist es für mich auch neu. Und zwar, wenn man in die Talente geht, war es ja sonst so, dass man eigentlich mit dieser Talentverteilung gespielt hat. Also Malefic Grass im 15er Bereich, dann Contagion, dann, ja gut, die Reihe ist egal. Dann war hier Siphon Life ist jetzt geswappt worden mit Phantom Singularity. Das war vorher ein 100er Talent, ist jetzt ein 60er Talent und das war vorher ein 60er Talent und ist jetzt eben ein 100er Talent. Aber man hat dann hier eben mit Siphon Life in der Reihe gespielt, dafür eben kein Soul Harvest in meisten Fällen. Ja, meistens mit Burning Rush, einfach weil das ein wichtiger Movement-Faktor ist, genau wie mit Demonic Circle. Also wenn es jetzt um klare Single-Target-Boss-Encounter geht in Raids. Dann eben mit Grimoire of Supremacy, dass man halt die Doomguard hat, wie es hier gerade, wie es gerade der Fall ist. Und eben meistens mit Soul Conduit. Und in den letzten Tagen, sage ich mal, ich habe es zwar nicht gemacht, aber ich kenne viele, die es dann doch so gespielt haben. Hier mit Soul Effigy, also sprich mit diesem Spiegel, den man setzen kann. Allerdings, wenn ich muss mal ganz kurz hier das rausnehmen, dass man nicht wieder irgendwie von irgendwelchen Leuten eingeladen wird in der Gilde, das ist ein bisschen annoying, ehrlich gesagt. Wenn man das jetzt Social Block Guild Invite. Gut. Also so sah es in dem Sinne aus, Malefic Grass, Contagion. Dann Siphon Life, Grimoire of Supremacy und entweder Soul Conduit oder eben Soul Effigy. In 7.25 sieht es ein bisschen anders aus. Die Frage ist jetzt, welches von diesen drei Talenten wird man letztlich spielen? Malefic Grass sind nicht mehr 70%, sondern nur 25%. Rise in Agony sind jetzt 15 Stacks. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es davor war, weil ich es eigentlich fast nie gespielt. Naja, und Haunt hat man eigentlich nie gespielt. Die Frage ist jetzt, welches von diesen dreien wird denn jetzt letztlich viable, wenn es nur um Single-Target-Encounter in Tomb of Sagaris geht? Weil das ist das, was mich persönlich am meisten interessiert. Für Mystic Plus oder so spielt man meistens eh eine etwas andere Skillung. Da kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen, aber das ist die Frage. Haunt, Rise in Agony oder Malefic Grass? Jetzt einfach aus Testzwecken bleibe ich mal bei Malefic Grass. Ich glaube aber, dass alle drei so einen gewissen Mehrwert mit sich bringen könnten. Gut, die zweite Reihe, da bleibt es in den meisten Fällen immer so, werde ich mit Contagion spielen, da hat sich nichts verändert. Dritte Reihe ist egal, Demonic Circle in meisten Fällen. Gut, dann die 60er Reihe hier, und das ist jetzt das Schöne daran, man kann jetzt in der 60er Reihe kann man jetzt Soul Harvest nehmen, ein richtig schöner DPS-Boost eigentlich. Man sieht ja 20% Damage für 15 Sekunden und wenn es eben mit Agony auf mehr Tages ist, halt maximal 35 Sekunden. Aber das konnte man halt vorher Single Target so nie spielen, weil dann konnte man in dem Sinne halt Siphon Life nicht nehmen. Jetzt geht aber beides. Man kann also zum Beispiel mit Malefic Grass, Contagion, Soul Harvest mit dem schönen DPS-Boost, Grimoire of Supremacy und Siphon Life spielen. Die Frage ist allerdings, Siphon Life oder dieses neue Death Embrace. Death Embrace, da ist einfach der Schaden erhöht, wenn Boss Encounter in Execute Range sind, also unter 35%.
Ich glaube, dass dieses Talent vor allem im Progress extrem wichtig sein wird. Also wenn man weiß, okay, der Boss ist in Kill Range, dann wird man wahrscheinlich dahin swappen. Aber ich glaube, bis dahin wird man wahrscheinlich mit Siphon live spielen. Ich glaube, Soul Conduit wird, auch wenn man schauen muss, inwieweit jetzt der T20-Bonus sich im Vergleich zum T19-Bonus ändert, wird, glaube ich, nicht mehr so viable sein, aber man wird das letztlich sehen. Also es ist halt noch viel, was ausgetestet werden muss. Aber ja, so könnte das ungefähr aussehen. Also das ist die Spielweise, die ich so auf den ersten Blick präferieren würde. Wobei ich immer der Meinung bin, dass gerade für Progress und wenn du wirklich, wenn der Boss in so ab 35%, 30% erreicht hat, dann ist es wahrscheinlich extrem wichtig, dass man dieses Talent nimmt. Ist halt die Frage, wann wird Bloodlust gezogen? Wird es direkt zu Beginn mitgezogen, wie zum Beispiel bei Krosus jetzt in Nighthold Mystic? Oder wird es erst in 30% Range gezogen? Da wäre das Talent natürlich extrem mächtig, aber das muss sich letztlich zeigen. Und die Frage ist natürlich, gibt es Adds? Müssen die schnell sterben? Gibt es etwas, was halt, wo schnell geswappt werden muss? Da könnte das Talent halt ebenfalls extrem wichtig sein.